Moinsen! Jetzt gerade habe ich mir mal Pilot geschnappt und ich würde sagen, wir legen gleich mal los. So, hallo. Hallo. Jungs. Ist eine blöde Frage, ich weiß, aber gehen wir mal davon aus, es gibt ein paar Leute, die euch noch nicht so gut kennen. Um den Sound zu beschreiben von euch, wurdet ihr schon mit irgendwelchen Bands verglichen? Gibt's da? Also, wir werden meistens eher mit internationalen Künstlern verglichen. Und dann und wann aber auch mit einer Band, die, glaube ich, gerade da anfängt zu spielen. Selig. Selig wurde gerne mal erwähnt. Meine Theorie, was Selig angeht, ist aber, ich glaube, es gibt einfach nicht viele deutsche Bands, die Spaß durch Inhalt haben. Und Selig ist eine der wenigen Bands davon. Und so ist dieser Vergleich immer relativ schnell gezogen. Ja, ansonsten fallen in Zusammenhang mit uns gerne Bezeichnungen wie Radiohead, habe ich gelesen, Muse kam mal, Keen, sowas. Naja, in Wahrheit schreiben wir halt Songs und spielen sie in einem rockigen Klangbild. Wir singen auf Deutsch und wir sind nicht die Ärzte und wir tun auch nicht so. Verlass dich darauf, es gibt nichts, was hinter dir steht, wenn du zerbrichst. Doch es reicht nicht nur für dich zu sein. Nimm alles, was du hast und kauf dich frei. Euer aktuelles Album, Mein Name ist... Genau. Bling, was, bling. Genau, ding, 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 Pfeile. Ja, was kriegt man zu hören? Worum geht's in den Songtexten? Was beschäftigt euch? Also man bekommt sehr viel Kompositorisches um die Ohren geschlagen. Unsere Musik ist sehr tonal, also es gibt viele Kompositionsmomente sozusagen, und bei den Texten ist es eben so etwas sehr, ich sag mal, unsere Texte sind Texte zum Helfen. Man kann sich von unseren Texten helfen lassen. Machen wir selbst auch so. Man denkt über etwas nach und dann hört man so ein Lied und es hat die Chance, dass es hilft. Heilende Kräfte. Selbsttherapeutische Texte. Eine sozusagen Laber-Yoga meets Mozart. Genug, um alles zu überstehen. Denn alles, was zählt, ist die Zeit, die du nicht verlierst, sondern teilst. Es ist zu früh, um aufzugeben. Jetzt kommt die Zeit zu leben. Und je eher du die Fehler verzeihst, umso weiter kann dein Weg noch sein. Ihr wart bei der Plattenfirma Goldene Zeiten unter Vertrag, das habt ihr beendet und habt jetzt euer eigenes Label gemacht. Was sind die Vor- und was sind die Nachteile? Der Vorteil ist, man ist immer selbst schuld. Der Nachteil ist, man ist immer selbst schuld. Nee, also wir haben es auch so konkret mit Goldene Zeiten gar nicht beendet. Wir sind immer noch sehr eng befreundet mit Wölli und Wölli ist ein ganz wichtiger Mann für uns, der Drummer von den Hosen, der dieses Label damals gegründet hat. Und wir haben aber damals diese Aufnahmen selbst angefangen, wir haben selbst angefangen zu produzieren und haben dann irgendwann gedacht, okay, lass einfach mal weitermachen, mal gucken, wie weit wir selbst kommen. Da waren die Aufnahmen fertig, dann haben wir gedacht, okay, dann kümmern wir uns mal selbst darum, Produzenten aufzutreiben, der es mischt. Das haben wir dann geschafft, das lief super. Dann haben wir uns gedacht, okay, jetzt bringen wir die Platte auch irgendwie an Mann, haben uns selbst Vertrieb und alles gesucht, hat gut geklappt. Dann haben wir gedacht, super, jetzt haben wir das auch schon alles. Jetzt kümmern wir uns um die Promo, jetzt drehen wir mal die Videos selbst. Jetzt kümmern wir uns mal darum, dass wir an die Radios kommen. Es ging wirklich einfach nur so, es ging einfach darum, wir haben es selbst angefangen, wir haben es selbst zu Ende gebracht. Nichts davon ist heilig, so für uns. Also es ist keine gnadenlose Ideologie, der wir da folgen. Die Ideologie ist eben die Musik, die uns wichtig ist, und das waren eben so die Schritte, die man geht, und das ist super, weil man jetzt natürlich einen sehr direkten Blick darauf hat, was man will, was man nicht will, was für einen gut klappt und was nicht, mit wem man sich gut versteht und mit wem nicht. Einfach, ist eine dufte Sache. Ist total gut. Ich glaube, es ist auch egal, ob es Musik ist oder irgendwas anderes, wenn man was vorhat und man möchte das auf eine bestimmte Art umsetzen, ist es einfach wichtig, es anzufangen und gucken, wie weit man kommt. Und eine gewisse Kompromisslosigkeit dabei tut gut. Was macht ihr denn neben der Arbeit? Nichts, Alter! Ja, hat man neulich eine ganz gute Situation. Wir waren mit dem Iglo unterwegs, unser aufblasbares Zelt. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Jetzt?
unsere eigene Bühne. Wir sind dann, haben dann sozusagen unseren eigenen Club dabei. Ein durchsichtiges Zelt, sieht aus wie von einem anderen Stern. Und mit dem Ding waren wir halt auf dem Dorf. Und dann war da jemand im Dorf, der hat irgendwie alle 10 Minuten gefragt, wer das denn finanziert, wer das Bier bezahlt, wer das Ding aufbaut und irgendwann, und was wir noch machen. Und dann kam irgendwann Alex so leicht entnervt, ist ihm dann so ein bisschen der Kragen geplatzt und dann hat er gesagt, nichts, Alter, auf die Frage, was wir denn noch so machen würden. Ne? Das ist gut. Aber so ist es. Nichts, Alter. Wir machen diese Musik. So die lustigste Geschichte in eurer Musikkarriere? Die lustigste Geschichte? Also wir sind tatsächlich echt lustig. Also wir sind eine unglaublich lustige Band. Nee, also ich sag mal, das Lustigste gibt es gar nicht. Wir pflegen den Comedy Park, unseren persönlichen Comedy Park. Der neueste Song, der uns im Moment auf Tour immer viel Spaß macht, ist Andys neues Lied. Andy hat einen neuen Song. Ich schreibe oft Lieder für die anderen in der Band. Und der Refrain von Andys neuem Lied geht: nicht knusprig, nicht hart, sondern weich und zart. Er ist der Milchknilch. Das ist zurzeit Andys Lied. Bens Leben, Ben ist die renaturierte Liebesaue. Andy ist unsere Band Knospe. Und ich hoffe, ich meine, ihr seid ja ein Fernsehsender. Wir arbeiten gerade an einem Fernsehkonzept für Andy. The Love Boat. Love Boat. Das geht so. Andy steht auf dem Kutter. Kennt ihr ja? Kutter mit Megafon und so einer Pelzweste aus so Pelzresten. Und so einem dicken Peace-Zeichen um den Hals. Und er steht oben auf dem Kutter und auf dem Kutter sind ganz viele Mädchen. Mit so Baywatch-Nixen, mit Busen und allem. Und dann steht der Andy immer oben mit dem Megafon und gibt den Mädchen Aufgaben. Und weist die ein. So nach dem Motto, Chantal, lass die Steppi in Ruhe! Und am Schluss singt der Andy immer mit den Mädchen zusammen. Dann fährt Andy ins Nirvana, in den Sonnenuntergang. The Love Boat. Cool. Euer Abschlusswort? Ja, wenn der Zoll euch anhält, lauft nicht weg. Genau, erst fragen und dann weglaufen. Das haben wir gestern gelernt. Wir wurden gestern zum dritten Mal dieses Jahr vom Zoll angehalten und ich weiß nicht, Ben ist auffällig gewesen, indem er immer weglief. Und der Zoll war immer so, ich hab doch nicht mal weglaufen gesagt. Ben kommt, geht wieder weg. Ich hab doch nicht mal weglaufen gesagt. Ben kommt, geht wieder weg. Ich hab doch nicht mal weglaufen gesagt. Also ganz wichtig, nur immer fragen, wenn der Zoll euch anhält.